Erstmal, wie ist dein Name? Marco. Hallo Marco, ich bin Herr Reff. Wir sind im Thema Armut und Reichtum. Die Schüler und Schülerinnen haben wirklich eine Menge Fragen. Einige haben Angst, dass ihnen das widerfährt. Wie bist du auf der Straße gelandet? Wo soll ich da anfangen? Natürlich Beziehung, leichte Faulheit. Ich war einmal vom Kopf her und ja, irgendwann lässt man das mal einfach nur schleifen. Ne? Wie ist das jetzt schon? So zwischen 10 und 12 Jahren. 12 Jahre? Ja, ja. Was machst du im Winter, wenn es kalt ist? Da bin ich auch draußen. Mit dem richtigen Schlafsack geht das so, ne? Aber ist hart. Wieso nimmst du keine Hilfe vom Jobcenter oder den Ämtern, die es gibt? Bin hingegangen, oft genug, aber jedes Mal, sobald ich meinen Ausweis vorzeige, der ist in mir abgelaufen, wie soll ich 37 Euro plus ein 10er noch Fotos plus nochmal Fahrgeld? Es gibt natürlich noch einen Pflegegrund. Ich bin im Heim und dann zu Pflegeeltern gekommen und meine Pflegeeltern haben mich so erzogen, du musst ein paar Jahre richtig geackert haben, um vom Staat was zu erwarten. Deswegen schäme ich mich eigentlich ein bisschen zum Staat zu gehen und sagen, hier, helft mir mal mit Geld und so weiter. Hast du das Gefühl, dass du es nicht verdient hast? Warum? Ja, weil ich eben nicht so lange am Stück gearbeitet habe. Das waren immer nur Kurzzeitjobs. Du bist ja auch verletzt, oder? Ja, ich habe Löcher in der Beine. Ja, und das ist alles eben durch draußen sein. Würdest du anders leben, wenn du die Möglichkeit hättest? Oh ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall mit vier Wänden. Wo schläfst du? Auf der Straße. Also Parkplätzen, manchmal im Park. Also gerade dort, wo ich hinkomme, weil körperlich bin ich wirklich im Eimer zurzeit. Dann lasse ich mich einfach nieder mit meinem Schlafsack und ja, überlebe die Nacht. Hast du Freunde? Ich sag mal, ich habe Kumpels, Freunde. Auf der Straße gibt es nicht so wirklich Freunde. Wirst du manchmal von Menschen draußen angegriffen? Oh ja, ich hatte letztes Jahr im Juni, Juli, bin ich bei Edeka von 2 bis 3 liege in meinem Schlafsack, krieg plötzlich 2 Tritte in der Seite. Immer war mein Oberkörper klitschnass und auf einmal brennt alles wie Feuer. Da haben die mich genau mit Pfefferspray angesprüht. Aber gibt es auch öfters Beleidigungen und sowas alles. Lose Penner und so. Ich habe hier eine intimere Frage, du musst die nicht beantworten. Ja. Wie ist es mit dem Waschen und auf Klo gehen? Ja, zum Glück gibt es die City-Toiletten. Das kostet mich zwar jedes Mal 50 Cent, aber da habe ich 20 Minuten Zeit, mich ein bisschen frisch zu machen. Okay. Weil so was von Regelmäßigkeit ist extrem schwer. Was würdest du machen, wenn du an einem Tag machen könntest, was du wolltest? Ich nach Disneyland. Nach Disneyland? Naja, ja. Man darf ja, warum nicht? Träumen, ne? Hast du irgendwelche Wünsche? Jetzt, wo ich merke, körperlich kann ich so oder so nicht mehr draußen. Ich möchte wieder Normalbürger werden, so, ja? Sicherheit haben, Sicherheit. Möchtest du vielleicht den Schülern und Schülerinnen, vielleicht den Zuschauern irgendetwas sagen? Nehmt die guten Ratschläge von euren Lehrern, von euren Eltern an. Ihr werdet vielleicht nicht sofort belohnt. Aber in der Zukunft, wenn ihr dann wirklich euren Heim habt, eure Familie, eure Arbeit, dann werdet ihr immer zurückdenken können und sagen können, ich habe auf meine Belohnung zwar lange gewartet, aber ich habe sie jetzt. Also gebt nicht auf, seht alle positiv und ich wünsche euch alle Gute auf den Weg. Ne? Euer Marco. Marco, ich danke dir vom Herzen.